Fußballfreunde bekommen am morgigen Karsamstag ein besonderes Ostergeschenk, denn in der Bundesliga steht das Ländle-Derby an. Und angesichts der angespannten Situation im Kampf um den Ligaverbleib wird morgen im Reichshofstadion wohl alles andere als Osterfrieden einkehren. Mit Markus Mader und Klaus Schmidt darf ich die beiden Trainer, der Austria und des SC Rahltach, bei mir im Studio begrüßen. Herzlich willkommen. Grüß dich, servus. Hallo. Vielleicht zunächst eine Frage an Sie beide. Vielleicht, wie würden Sie jeweils Ihren Gegenpart sowohl aus fußballerischer als auch aus persönlicher Sicht charakterisieren? Vielleicht fangen wir mit dem Herrn Schmidt an. Was denken Sie so über den Herrn Mader? Ja, das ist sehr, sehr einfach in ein paar Worte gefasst. Ich habe in den letzten Wochen das ein oder andere mit ihm zu tun gehabt. Er ist ein überragender Typ, sehr, sehr sympathisch, sehr, sehr zugänglich. War für mich jedes Mal ihn zu treffen sehr, sehr angenehm. Fußballerisch kann man nur den Hut ziehen. Ich weiß nicht, wie lange Lustenau in der zweiten Liga war. Und er hat es dann wirklich realisiert, die Austria in die Bundesliga zu führen. Und ich denke, damit ist ja alles gesagt. Mhm. Vielleicht umgekehrt? Ja, vielen Dank mal zuerst für das Kompliment. Kann ich nur zurückgeben. Klaus ist ein Fachmann, hat es schon tausendmal bewiesen, hat ja riesige Erfolge auch mit Rahltach gefeiert, bis in den Europacup, also über die sportliche Kompetenz müssen wir nicht reden. Privat kennen wir uns jetzt nicht so gut, aber ich sage jetzt eins, wenn Klaus beim Steinhauser vorbeiläuft, ruf ihn und frag, ob er mit mir einen Kaffee trinken möchte. Also ich glaube, wir haben ein sehr, sehr freundschaftliches und gutes Verhältnis und das wird auch noch im Derby so sein. Also die Garderobe war nicht abgesprochen im Wort. Das ist ein totaler Zufall. Das hätten wir gescheiter machen sollen. Mhm. Vielleicht bleiben wir bei der Austria. Die kann morgen mit breiter Brust auflaufen, 3 Siege im Rücken. Was zeichnet Ihre Mannschaft aktuell aus? Ja, ich denke, das, was unsere Mannschaft am meisten im Moment auszeichnet, ist sicher das, dass sie sich jedes Wochenende der Situation stellen, dem großen Ziel unterordnen, dem Ligaverbleib, und vor allem, dass sie diese Performance, die sie am Wochenende erzielen, sich während der Woche hart erarbeiten in den Trainings. Da lässt keiner locker und das ist schön zum Anschauen für einen Trainer, wie die Gas geben. Und von dem her glaube ich, dass sie sich das so verdient haben, dass sie jetzt da 3 Spiele ungeschlagen waren, und weil sie einfach sehr viel investieren. Und das muss aber auch sein, wenn man das Ziel erreichen möchte, das wir haben. Mhm. Auch auf ein Erfolgserlebnis kann der SC Rahltach zurückblicken. Mit dem Sieg gegen Wartens hat man die rote Laterne abgegeben. An welchen Schrauben hat denn da der Klaus Schmidt gedreht, wenn man vom viel zitierten Trainereffekt auch sprechen kann oder auch nicht? Ich muss zum einen sagen, dass ich eine Mannschaft übernommen habe, die auch intakt war. Das war alles andere als ein Scherbenhaufen. Die Mannschaft war absolut erstens von ihrer persönlichen Einstellung, dann aber auch von ihrer physischen Verfassung einfach in einem guten Zustand. Und ja, vielleicht hat der ein oder andere dann die neue Chance gerochen, die ein oder andere Möglichkeit gesehen, in Wartens sich das erste Mal dem neuen Trainer zu präsentieren. Und vielleicht hat das dann den kleinen, aber feinen Unterschied ausgemacht. Mhm. Jetzt steht das Derby an, ein besonderes Spiel, da gelten auch bekanntlich andere Gesetze. Vielleicht zuerst aus Sicht von der Austria, was erwarten Sie sich vom morgigen Spiel? Ja, also von was wir ganz sicher ausgehen können, ist, dass wir ein volles Haus haben, dass viele Zuschauer kommen werden, die das Derby anschauen. Die Mannschaften werden hoch motiviert sein, beide Lager natürlich. Die Fans werden hoch motiviert sein. Es wird sicher der Derby-Charakter herauskommen. Das heißt, es wird sicher viel gefeitet werden. Es wird gekämpft werden um jeden Meter. Ja, und hoffentlich aber auch trotzdem noch schöner Fußball geboten wird für die Zuschauer, dass sie nach dem Spiel heimgehen und sagen, wow, das war ein richtiger, super Spiel. Und da schauen wir gerne das nächste Derby wieder an. Ja. Mhm. Jetzt hat der Markus Mader 2 Derbys Vorsprung quasi, konnte beide für sich entscheiden. Wie gehen Sie es an, dass die dritte SC Rahltach-Niederlage gegen die Austria morgen verhindert wird? Ja, wie in jedes Spiel gehen wir hinein. Ich würde es ja
Vielleicht ist das jetzt vielleicht ein wenig kontraproduktiv, aber das Stadion ist mittlerweile ausverkauft. Deswegen kann man nichts mehr falsch machen mit meiner Aussage. Aber für mich ist es ein ganzer Einspiel von 10. Mhm. Wir müssen schauen, dass wir am Ende dieses Durchganges oder dieser Runde überleben. Und deswegen werden wir dieses Spiel jetzt gleich angehen wie alle anderen. Und wir wissen, dass der SC Altach hat voriges Jahr diese Knochenmühle schon einmal durchlebt. Und das hat nur dadurch funktioniert, dass jeder auf die Grundtugenden des Fußballs zurückgegriffen hat. Und in jeden Zweikampf gegangen ist, versucht, über sich hinauszuwachsen. Und ich denke, das hat man am vorigen Samstag gesehen, dass die Mannschaft bereit ist, diese Situation, die jetzt nicht wirklich einfach ist, anzunehmen. Und nicht für anders werden wir dieses Spiel dann morgen anlegen. Mhm. Kommen wir vielleicht zu den Mannschaften. Wie sieht es personell aus? Was darf sich das Publikum morgen von der Aufstellung erwarten? Vielleicht zuerst die Austria. Ja, also wir werden eine tolle Mannschaft auf den Platz schicken, natürlich. Wir haben ja auch einen breiten Kader. Da sind auch einkalkuliert, dass einmal der eine oder andere Ausfall geben wird. Und trotzdem die Spieler, wo morgen dabei sind, das ist ein Top-Team. Und natürlich gibt es der eine oder andere Abwesende. Vielleicht noch nicht so zu erwarten war, aber das hat sich jetzt heute herausgestellt. Mhm. Und trotzdem sage ich, dass da die Spieler, die am Platz sind, Top-Spieler sind und top performen werden. Mhm. Ein Blick auf Altach, das ist glaube ich auch, Felix Strauß ist gesperrt, und sei auch schon gesagt, dass dann auch der Nujo wieder nachrückt. Wie geht es personell bei den Altachern zur Sache? Ja, bei uns ist aufgrund der Zeit, 23 Runden sind gespielt, gibt es den einen oder anderen Gesperrten immer wieder, das wird uns auch jetzt die nächsten Runden verfolgen. Felix Strauß ist verletzt, Ati Nuhio kommt zurück. Ja, und der Chaba Bukta, der das letzte Mal durch eine Knieverletzung ausgeschieden ist, der wird uns nicht zur Verfügung stehen, es wird der ein oder andere verletzte Spieler da sein. Aber wie gesagt, jeder, der da morgen im Reichshofstadion die weiße Linie überdreht, wird scharf sein wie ein Osterkreiner. Scharf wie ein Osterkreiner, wenn man vielleicht auch den Blick auf die gegnerische Mannschaft richtet. Welchen Spieler würden Sie sich, wenn Sie es jetzt aussuchen könnten, von der Altacher Mannschaft gerne im Austro-Dress sehen? Ja, die Frage wäre jetzt sicher nicht beantworten, weil ich möchte nicht einem Spieler von Altach zu nahe treten. Die haben eine wunderbare, tolle, ein großer Kader zur Verfügung, wo irrsinnig viel Individualität drinnen ist. Also da gibt es viele Spieler, die für andere Teams, aber nicht nur für Austria-Lustenau, sondern für ganz Österreich interessant sind. Und einen da herauszuheben, das wäre ziemlich unfair. Mhm. Selbe und Sie? Gibt es jemanden, der Ihnen besonders aufgefallen ist, vielleicht auch über die Saison? Ist ja, aber den wäre ich da jetzt nicht so. Vielleicht auch eine Frage zur Spielanlage. Was denken Sie, was wird denn entscheidend sein? Mittelfeldüberlegenheit oder dass beide aus einer gesicherten Verteidigung agieren werden? Oder wie werden Sie es anlegen, dieses Spiel morgen? Ja, vielleicht übernehme ich da mal die Antwort. Ich denke, man hat in der ersten Runde bereits gesehen, wie die Partien ausgegangen sind. Ja, also die Austria hat in Hartberg 1:0 durch eine Standardsituation gewonnen, wir haben 1:0 durch eine Standardsituation gewonnen, WRC hat 1:0 gegen Ried gewonnen. Und wenn man da jetzt davon ausgeht, dass das jetzt ums Überleben geht, dann wird man keine Mannschaft erwarten, die jetzt da von der ersten Sekunde an nach vorne läuft und hinten die Tür offen lässt. Und ich kann einmal davon ausgehen, oder ich kann einmal ganz klar sagen, dass das bei uns nicht so der Fall sein wird, dass bei uns Tür und Tor geöffnet sein wird. Mhm. Die Austria Heimspiel, wie wird es die anlegen? Ja, so wie immer. Also wir wollen jetzt nicht wegen dem Wort Derby unseren Charakter verlieren. Wir wollen aktiv sein, wir wollen Fußball spielen, wir wollen aber genauso kämpfen, wir wollen laufbereit sein, und alles das will ja der Gegner auch. Also
wird aus meiner Sicht dann schlussendlich viel auch die Individualität des Spiels ausmachen. Also wer denn morgen die höhere individuelle Qualität im Kader hat, welche Spieler besser performen, der wird sich durchsetzen. Und das macht das Ganze spannend und sehr, sehr ausgeglichen natürlich. Und das ist wieder das Tolle für die Fans, weil sie dann natürlich Spannung miterleben dürfen. Mhm. Hat man die Standard-Trick-Variante besonders berücksichtigt denn beim Training? Ja, wir gehen hundertprozentig davon aus, dass sie es wieder machen. Natürlich wird das thematisiert. Mhm. Für das sind wir ja da. Wir machen ja unsere Analysen und wir wissen, dass da Kreativität vorhanden ist. Aber das Schwierige ist, jeder Trainer oder jedes Trainerteam hat ja nicht nur eine Variante, sondern da werden wahrscheinlich andere kommen. Das ist eine gute Möglichkeit zum Tore erzielen, hat man jetzt gesehen. Wir haben ja auch direkter Freistoß gemacht, haben also da auch Qualitäten. Ja, natürlich befasst man sich mit dem Gegner, aber ich glaube, hundertprozentig vorbereiten auf das, was kommt, das kann man sich nicht. Mhm. Denn vielleicht einmal noch abschließend, wie geht es morgen aus? Ein Tipp, da, Wette? Ja, wenn ich als Alltagstrainer morgen da rausgehe, möchte ich das Spiel gewinnen und dann sage ich mal 0-1. Mhm. Ja, also ich habe eigentlich immer richtig tippt bei unseren Ergebnissen, weil ich nie tippt habe. Und ich werde so weiterhin so handhaben. Es ist schon ganz schwierig, einen korrekten Tipp abzugeben. Aber natürlich haben wir auch das Ziel, dass wir das Spiel gewinnen. Zumindest möchten wir es nicht verlieren. Das ist schon mal das Allerwichtigste. Ja, und ich glaube, überraschen wir alle, was morgen passieren wird. Mhm. Dann möchte ich mich recht herzlich bedanken für den Besuch im Studio und wir freuen uns, glaube ich, alle auf ein spannendes Derby morgen am Karlsamstag. Dankeschön. Hoffentlich. Vielen Dank. Danke.